Ein Fragezeichenblock, der jetzt noch transparent ist. Schade. Und raus aus dieser üblen Welt. So, kurz verlassen. Was mache ich jetzt? War ich schon hier oben in dem Himmelsteil? Ja, war ich. Die Wumpburge, was immer es war, war ich auch. Okay. Dann jetzt zu Biberbergfrost, glaube ich. Ist das so? Ah, ich sehe es ja gleich. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Warum öffnen Sterne die Tür? Kann ich sie nicht einfach aufmachen? Naja. In Zelda braucht man Schlüssel, um eine Tür zu öffnen. Und hier halt Sterne. Ja, Biberberg. Naja, Biberberg Bob, nicht Frost. So. Und eine schöne Schneelandschaft. Passt ja jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Vor Weihnachtszeit, ich könnte mal den Schneemann runterholen. Na, egal. So. Ja, eine Rutschpartie. Und ich wäre fast falsch gegangen. So. Ich war ja schon richtig hier. Ich bin Weihnachtsmann. Ich steige durch den Schornstein ein. So. Hab rote Sachen an, das passt ja sogar. Oh, kein Pinguin da. Stimmt, erst noch ist so runter. Ah, hab's da. So. Und rechts und hoch und nicht zu weit. Und eine unauffällige Münzreihe. Wow, ein Versteck. Und eine Melodie, die zeigt, dass es ein Geheimnis war, glaube ich. Ui. Das ist wirklich eine Rutschpartie. Nein, ich fällt nicht runter. Da oben will ich nämlich hin. Das war, glaube ich, knapp. Komm. So. Und durch die Tür wieder raus. Und da ist er schon. Nummer 23. Ist das ein Pinguin im Wasser? Oh, Frames stürzen gerade ein. Okay, jetzt geht's wieder. Rutsche auf der Eisbahn. Ausrufezeichen. Speichern und weiter. Und rein da. Rein da. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen fröhlicher wirken dabei. Finde das Pinguin-Baby. Pinguin-Baby. Hier oben war doch eins. So, wahrscheinlich muss ich jetzt mit dem da unten zu dem anderen Pinguin runterrutschen. Ja. Und rutsch los. Moment, kann ich es abkürzen? Naja. So, hoffen wir, dass ich jetzt noch... Nein. Okay, merken, nicht abkürzen, sondern direkt runtergehen. Auf dem normalen Weg. So. Na, ich finde das Pinguin-Baby. Wieder da hoch. Kann ich nicht durch die Rutsche im Schornstein mit dem Fieder hinkommen? Wahrscheinlich nicht. Gucken, funktioniert diese eine Abkürzung hier? Ja. Und? Abgekürzt. Und hier nochmal. Ah, okay. Man kann doch abkürzen. Ich bin fast tot. Aber das Baby ist da. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Woher kennt das hier meinen Namen? Ich habe nicht mit dem Vieh vorher geredet. Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nehme ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Das will ich auch hoffen. Ich habe deinen scheiß Girl von da oben runtergebracht und bin fast dabei draufgegangen. Stern 25. Oder 24? Was denn jetzt? Hm, 24. Und wieder rein. So. Besiege den schnellen Pinguin. Das heißt wieder auf den Schornstein. Juhu, wieder Weihnachtsmann spielen. La 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 la.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingles all the way, oder irgendwie so. Keine Ahnung, wie das Lied geht. Na klar. War es nicht dieser Pinguin, der, wenn man alle Sterne hat, der dann ganz fett wird? Ich glaube schon. Also. Und man könnte hier so schön schummeln, aber dann sieht der Pinguin das und dann bekommen wir keinen Stern und müssen nochmal gegen den. Ey. Was wird das? Rück mir jetzt auf die Pelle. Also. Fetter Pinguin, hör auf mich wegzustoßen. Ich muss bis zum Tunnel vor ihm bleiben. Okay, Glück gehabt. Ohne zu schummeln vor ihm da gewesen. Mein Gott, gegen Ende wird er ja voll lahm. Dafür, dass er so schnell ist. Okay, jetzt. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern, du hast ihn verdient. Ja, der Stern springt mal kurz durch die Decke. Ist klar. Das ist aber 25 jetzt, oder? Ja. Und wie viele Münzen diesmal? 57? Okay, ich weiß schon mal, wo ich die 100 Münzen sammeln werde. Im dritten Level. So. Finde die 8 roten Münzen. Och nee. Was rechnet hier? Und Nummer 1. Hui. Runter. Ob mir wohl irgendwelche Weihnachtslieder gerade so einfallen? Wo ist meine Musikmappe? Ah, da. Ob ich es wohl schaffe, an die Musikmappe ranzukommen, während ich. Ja. Und. Hab sie. Scheiße. Das war. Oh, ach, war nur Zelda Skyward Sword. Nein, nicht runter. So, über die Brücke. Könnte ich nicht etwas schneller? Ich habe noch was anderes zu tun heute. Ist das dein Ernst? Du haust mich auch noch rum? Na, drauf vorbeischleichen kann ich mich auch nicht. Pff. Okay, ich habe hier die Musikmappe hier. Ja. Wird aber etwas schwer, das gleichzeitig zu lesen und gleichzeitig dem Vieh jetzt auszuweichen. So. Ach nein, Ziel habe ich ja gar nicht drin. Naja, dann halt nicht. Und. Stampfdackel. Ich krieg's noch aufgeblättert, ja? Ach, da drücken. Musiktheorie. Ah ne, halt, das war eine Arbeit. Nummer 4. Wollte der gerade den Berg hochlaufen? Hm? Naja. Hätte fast geklappt. Da ist Nummer 5 und. Okay, es wird nächste Mal Musikmappe rumblättern und zocken gleichzeitig. So. Das war Glück. Sehr viel Glück. Nummer 6. Moment mal, wo sind 7 und 8? Och nee, jetzt heißt es suchen. Wie kommt das Teil nach oben? Ich könnte jetzt zu dir hingehen, aber ich habe keine Lust. Ach. Entschuldigung. Falls man es gehört hat. Okay, das 7. Nummer 8 ist da oben, aber wie kommt jetzt hin? Ah, so wie gerade eben, von oben runter. Das heißt, sei noch hier oben, Teil, sei noch hier oben. Das war. Knapp, nein, nein. Wie gut, dass Mario ein Supertalent ist. Im Weitspringen. Sonst wäre das jetzt gerade schlecht ausgegangen. Kann ich jetzt da oben? Und?
Kann ich? Ja. Und von hier hüpfe ich dann... Moment, halt. Bevor ich daneben hüpfe. Wo ist das? Ah, da. Gut. Und... Stampftacke. Ist ja nichts so. Und da ist die letzte. Oh, jetzt muss ich auch noch da hin. So. Ey, nochmal durch die Wand gucken. Doch. Halt nicht. Halt, bevor ich jetzt da so rüberspringe, hüpfe ich lieber da vorne einmal runter. Und ja, er versinkt im Schnee. Wenigstens das ist realistisch. Boah, blöde Steuerung. So. Ja, komm, mach hin, der Schneemann. Besteht Schneemann nicht eigentlich aus 3 Kugeln? Ha, ich wusste, dass du bist kein Schneemann. Du bist nur ein Schneemann-Fake. So. Oh, komm schon, Mario. Ups, gegen das Mikrofon gestoßen. Beim Brille hochschieben. Und Nummer 26. Hoffentlich ist die Aufnahme gleich laut genug. Ich rede mich etwas leiser. Weil mitten in der Nacht und so. Speichern und weiter.